ganz herzlich willkommen bei Nachspielzeit.rocks am Tag einer gelungenen Premiere. Ich bin Andreas Richter, begrüße euch gemeinsam mit unseren Partnern automobil.tv und andreasrichter.tv ganz herzlich zum Rückblick auf den E-Prix von Zürich 2018. Erstes Rennen in der Schweiz seit über 60 Jahren, genauer gesagt seit Sommer 1954, als Juan Manuel Fangio den Formel 1 Grand Prix der Schweiz in Bremgarten gewonnen hat. Das war eine Rennstrecke in der Nähe von Bern, nebenbei bemerkt. Hintergrund dieser Historie ist die Le Mans-Katastrophe in der Sportwagen-Langstreckenweltmeisterschaft 1955. Bei den 24 Stunden passierte das bis heute schlimmste Unglück im Automobilsport weltweit mit 85 Toten insgesamt, vornehmlich Zuschauern. Daraufhin gab es in der Schweiz ein Gesetz, das Motorsport auf Schweizer Boden verbot. Das gilt bis heute. Erste und einzige Ausnahmegenehmigung wurde jetzt für die Formel E in diesem Jahr heute in Zürich erteilt. Und diese Premiere hat Lucas Di Grassi gewonnen, der Brasilianer in seinem Audi. Was ist daran bemerkenswert? Der Brasilianer ist Titelverteidiger und es ist der erste Sieg für ihn in dieser Saison im Audi-Werksteam. Auf Rang 2 Sam Bird, der Brite im DS Virgin, der ja noch der einzige Herausforderer verblieben ist für Jean-Éric Vergne, den Franzosen im T-Cheetah. Und dieser Franzose wurde heute nur Zehnter im drittletzten Rennen der Saison. Und damit ist die Entscheidung, gut für alle Fans, aufgeschoben auf den Big Apple Mitte Juli, das große Saisonfinale mit einem Doppelrennwochenende in New York City zu sehen. Das Rennen war insofern noch interessant, weil Jérôme D'Ambrosio, ein Belgier, auf Rang 3 ins Ziel kam im Dragon. Das ist das Team von Jay Penske aus Kalifornien, dieses Jahr fernab von Gut und Böse, könnte man sagen. Das erste Podium für ihn, für D'Ambrosio in diesem Jahr und für das Team. Also Glückwunsch auch gen Kalifornien und gen Belgien. Es war ein interessantes, ein schönes Rennen in einer tollen Stadt. Ich liebe Zürich, eine wunderschöne Stadt am Zürichsee gelegen in der Schweiz. Es ist eine interessante Strecke aus meiner Sicht, zwei lange Geraden mit Höchstgeschwindigkeiten, aber auch sehr enge Kurvenpassagen. Also da wurde ein gutes Design gewählt, was den Fahrern einiges an Aufgaben gestellt hat. Die Fahrer haben es gut gelöst, insofern eine gelungene Premiere, das lässt auf mehr hoffen in den nächsten Jahren. Anmerkung am Rande, es war das 43. Rennen in der Formel-E-Geschichte. Seit September 2014 fährt ja die erste und noch immer einzige vollelektrische Rennserie der Welt. Und es war zum 43. Mal ein trockenes Rennen, auch etwas Kurioses. Weiter geht's dann also mit dem Finale Mitte Juli in New York City im Big Apple. Ich habe es angedeutet, wir werden dann mit Nachspielzeit.rocks natürlich wieder analysieren und schauen, ob Sam Bird oder Jean-Éric Vergne den Titel in dieser vierten Saison geholt haben. Bis dahin, alles Gute, einen schönen Sommer, auf bald, sagt euer Andreas Richter. Ciao.